Drüben den Weg ab. Der da, oder? Nee, ich mein. Wo ist der Hund? Da hinten von auch? Von da hinten auch? Nö, von hinten nicht. Mei, oh mei, hey. Von wo schießt jetzt der da, wenn ich bitten darf? Ach, da hinten ist ja noch einer, ja klar. Es ist so unglaublich unrealistisch. Wie es ein Typ schafft, 500.000 oder sagen wir mal eine reelle Zahl, sagen wir mal 3 Milliarden. So Menschen zu töten. Es ist so unrealistisch und ich hasse Hunde in dem Spiel. Und ich fühle mich echt schlecht, wenn ich einen umbringen muss. Das ist auch traurig, Hund umbringen. Und das ist nicht schön. Das hätten sie nicht machen dürfen, finde ich. Weil ich finde, ein Hund tut keinem was. Und ich finde Hunde so süß. Ich habe so ein grausames Buch gelesen. Hey, ich dachte, ich verreck, wie ich das gelesen habe. Das war echt grausamer wie die. Das war grausam wie die Hölle. Echt? Ich wollte eigentlich gerade eine weiße Fahne schwingen, du Idiot. In dem Buch kam halt auch vor, dass. Das ist ein Smokey Barrett Buch. Vielleicht sagt dem einen oder anderen was, man weiß es ja nicht. Und da kam halt drin vor, dass Smokey Barrett die Agentin vom FBI und die muss halt FBI-Sachen machen, ist klar, ne? Und zum Beispiel auch einen Fall lösen. Da wurde eine Wohnung aufgebrochen und in der Wohnung haben sie ein Mädchen gefunden, an ihre Mutter gefesselt, an ihre tote Mutter gefesselt, 3 Tage lang. Die Mutter war ausgenommen, ihre Eingeweide und ihre Organe und so und ja, und das hat ihre Tochter gesehen und sie musste zuschauen. Und sie wurde an ihre tote Mutter gefesselt, Gesicht an Gesicht, das ist so krass. Und dann gab's noch was, ja, dann gehe ich halt ein bisschen näher, du Arschloch, ich weiß, dass du da bist. Dann gab's noch eine Stelle. Auf die Dächer achten, Rose. Wir wurden schon von Raketenwerfern und MGs von oben geschossen. Ist das cool? Bist du cool oder was, hä? Ja, klar, sowas sieht man ja ganz leicht. Halt doch mal die Fresse, hey, McTavish, du okay? Ach, da oben hockt einer. Auf der Zugspitze hockt er. Und dann war halt noch was, aber das kann ich nicht sagen. Das ist jetzt, das sage ich echt nicht. Das wäre zu grausam. Das wäre zu grausam und... Wo ist jetzt der... Mein Gott, ey. Ja, ich wollte eigentlich nicht zurückgehen jetzt. Ich wäre schon weitergegangen, hä? Kann er mal die Fresse halten, ey, und mich einfach mein Ding machen lassen? Ist doch nicht. Ja, klar. Das Natürlichste auf der Welt. Ja, und warum sieht mich der jetzt? Der hat doch bestimmt ein Aimbot drin, bestimmt so ein Heck. Ein Heck. Ach, da oben hockt er. Wo ist der andere? Ach so, ja. Munition geht aus, yay, ja. Das finde ich fast noch schlimmer als das andere. Mit dem hässlichen Ding. Ist noch irgendwie hoch hier was? Nein? Bist sicher? Nein, bin ich nicht. Finde ich auch nicht. Da oben war es noch einer. Ja, da oben haben wir noch einen. Hatten wir einen? Ja. Ist dort. Aber genau 0 Schuss. Ich hätte jetzt keinen Speicherpunkt, ne? So ein kleiner Speicherpunkt mal zur Abwechslung. Hier wäre mal ganz erfrischend. Ich weiß nicht, wo er ist. Bestimmt ist er genau da hinten, halt da. Ich dachte, da steht einer. Ist mir egal. Bla 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 bla. Wow. Dass da 2 waren, wo ich dachte, es ist bloß einer, ne? Da gibt's so einen tollen Film, der heißt, glaube ich, Im Westen nichts Neues oder so. Das ist ein Film, hey, boah, echt wahr, das ist da übelst coole Film. Nö, dann nehme ich das Rohpunktvisier. Also der Film, echt, der hat mich umgehaut, hey.
Ich habe den, glaube ich, dreimal angeschaut oder so. Die Typen sind immer das Beste, wo aus der Tür raus mit ihrer Waffe dann so rumhacken und so rumscheißen. Ja, und die mich dann durchs Fenster durchsehen, das ist auch die coolsten. Okay. Ich hasse die Mission wie möglich. Die Mission ist echt die schlimmste überhaupt. Das sage ich gleich jedes Mal, glaube ich. Granate? Wie feuert na der bitte seine Waffe ab, ey? Der schießt auf den Boden und will mich treffen und trifft wahrscheinlich auch noch, weil ja eher ein PC ist und der trifft immer. Und ich hab Durst und hätten was zu trinken. Das ist mir echt scheißegal, was du sagst. Ist mir scheißegal, wer über die Dächer kommt oder nicht. Ja, klar, oder? Warum mir immer in mein hässliches Ohr brüllt, weiß ich auch nicht. Meine Fresse, ey. Labert mich mit Informationen. Ich bräuchte eigentlich Ruhe. Ja? Ruhe. Bräuchte ich, aber nicht hier. So ein Typen, der mir die ganze Zeit irgendwas ins Ohr quatscht und mich ablenkt. Ich wollte eigentlich gerade Blumen pflücken, wollte ich eigentlich. Hätte ich doch, wirklich. Hätte ich eigentlich vorgehabt gerade. Hätte er mir nicht gesagt, dass ich jetzt die Augen aufhalten soll, hätte ich mir eigentlich jetzt, hätte ich jetzt volle Kanne Blumen gesucht. Warum nicht? Ist doch scheißegal. Wir töten ihn sowieso irgendwann. Also, jetzt töten, später töten. Ist doch das Gleiche. Ist doch das Gleiche, meine ich. Kletter dich hoch, fällt dich fest. Ich wollte eigentlich sagen, kletter hoch, falt dich fest. Ja, und du triffst in die Tür rein, klar. Bist cool. Wo bist du? Ach, da ist er. Das ist mir scheißegal. Und wenn er gerade auf die Wiese kackt, ist es mir auch egal, ne? Er muss gerade schauen, wo der Rochas ist, ob das jetzt so schwer wäre, hey. Und ich muss hier 15 Typen killen. Es ist mir egal, wo er ist oder was er gerade macht oder was er gerade denkt oder was er heute Mittag gegessen hat. Das ist mir alles scheißegal. Ich glaube, ich müsste ein neues Wort erfinden. So egal ist mir das. Das mache ich mal, hey. Oh, die ACR ist gut. Normalerweise ist da einer. Mit der Desert Eagle will er mich. Ja. Geht doch weg. Hallo? Ach, der ist gestorben, so in der Position. Wieder ein bisschen Muni. Spiel gespeichert, das höre ich gerne. Warum ich nicht aus Dächer schießen kann, weil jetzt da keine Feinde sind. Die kommen erst, wenn ich auch unten bin. Das ist ja. Das ist doch so klar. Die kommen erst gleich. Eigentlich bloß. Scheißegal. Unverletzt. Warum? Ich würde ihm gerne die Kehle durchschneiden. Und das war jetzt natürlich auch vollkommen normal. Vorhin weiß ich nicht. Ein Typ schießt mir in meinen Fuß. Ich bin tot. Ein Typ weiß ich nicht. Schmeißt mit einem Stück Blatt auf mich oder rotzt mich an oder liest mich an, weil er allergisch auf mich ist. Und der andere Raketenwerfer trifft mich volle Kanne. Wurscht, ich bin verletzt. Ja. Das finde ich ziemlich doof, ne? Ja, fall runter oder nicht, ist mir egal. Warum mich die immer treffen und wie viel Munition die haben, hey.
Ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, über sowas, und das mache ich jetzt auch. Es trifft sich nämlich gerade. Ich mache doch gerade sowieso nichts anderes. Also ich reg mich doch sowieso die ganze Zeit bloß auf. Gut, weil das hier oben ist auch scheiße. Ich habe nichts gegen das Spiel MW2. Nein, ich finde es echt unglaublich super, das Spiel. Ich hätte keinen Speicherpunkt. Aber warum meine Augen? Schmerzi. Schmerz? Ich habe gerade Schmerzi gesagt, ey. Oh nein. Ja, gehst du mal weg da. Entschuldigung. Wow, ach ja, jetzt stehen die drei Typen da, jetzt wo ich sie brauche. Standen sie nicht dann jetzt, wo sie vorher nicht da, Ding? Der Russen-Dieselfilter. Was in jedem Auto drin sein muss, ist ja ein Diesel. Diesen-Riesel-Kiesel. Ja, der Diesen-Riesel-Kiesel. Drei Engel für Chowie. Chowie, verlass mich nicht. Ich hätte es gern wie ein GTA, wenn ich es auf Hand. Wenn ich irgendwer auf seine Hand schieße oder so, dann lässt er die Waffe fallen und ist außer Befecht, außer Gefecht, nicht außer Befecht. Das ist eben ein ganz anderes Wort. Nein, es war keine Granate, das war ein Stück Kuchen. Ich schmeiß Kuchen nach euch, wisst ihr? Kleinen runden Kuchen mit dem Stift drin. Warum die alle runterfallen müssen, so unendlich übertrieben, hey, das ist doch Wahnsinn. Ja, und der nächste ist schon auf dem Dach. Ja, mein Freund. Hetz mich nicht. Sag ich da bloß. Ach ja, jetzt ist aber mal rechts neben mir, klar. Wo denn bitte? Ach ja, da oben, das. Schmeiß mit Spastengranaten auf mich. Hat der wieder geschmissen oder was? Ich glaube, ich spinne jetzt gleich. Ich glaube, ich verrecke. Ich würde es ja wirklich gern schneller machen und so, aber ein Grund, warum ich jetzt auf Soldatspiel ist, es ist nicht so ein, oh, schau mal, ein Gegner, der tötet mich nicht, weil ich jetzt 3 Milliarden Schuss aushalte und so. Es ist schon, es soll schon ein bisschen fordernd sein, ne? Sonst wäre es ja so ein Durchrennen mit blöd kommentieren. Das wäre auch mal eine Sache. Aber das wäre bestimmt noch so 5 Spielen langweilig. Und apropos Spielen, warum hüpfen die von Dächern runter? Und warum treffe ich die jetzt gerade nicht? Man weiß es nicht. Ich glaube, da kommt auch einer. Hab keine Granaten mehr, cool. Ja, da war auch, da kommt auf jeden Fall einer, ja. Ach, da oben haben wir einen, hä? Zwei. Jetzt muss ich mich gerade an den Kommentar erinnern, wo einer geschrieben hat, zu irgendeinem Video, keine Ahnung. Hat er geschrieben, ach cool, Franz Beckenbauer spielt Dead Space 2. Der Kommentar hat mich so gefreut, ja, und so geschmeichelt, weil, na gut, man muss ja mal sagen, dass ich einen bayerischen Hintergrund habe. Und mein Dialekt ein winziges bisschen davon abhängig ist. Und ich weiß es nicht, ob da oben in einer Stätte, weil nämlich der Dialekt unglaublich nervig ist, habe ich gehört. Genau. Und da ist halt dann so ein Typ, der mich dann überhaupt nicht nervt und ich hau ihm überhaupt nicht und dann gib ich ihm aber und dann gib ihm. Keine Munition, le ameu. Nicht ameu. Wie heißt nochmal das französische Wort für Munition? Ich weiß es echt nicht mehr gerade.